Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SpongeBob der Film. Ja, wir haben hier angefangen, wieder die Goofy Goober Bits zu sammeln, die wir liegen lassen haben. Und wir sind gerade hier bei dem Level Keine Schattenparker. Und in der letzten Folge, da haben wir diese Kack-Ring-Herausforderung gemacht, die war schon echt anstrengend. Und jetzt haben wir eine ganz normale Zeitherausforderung. Ihr müsst innerhalb der vorgegebenen Zeit dreimal um die Strecke fahren. Viel Glück! Aber das sollte eher machbar sein, weil hier dürfen wir erstens fahren, wie wir wollen, haben nicht diese Kackringe. Und ne. Wie kommt es, dass wir seitwärts fahren? Ich hab mich gerade schon darauf eingestellt, dass wir hier wieder diese Ringe haben, ne? Das ist jetzt gerade so eingeprägt bei mir. Also wir sollten nicht über diesen Anker fahren am Anfang. Das ist eine scheiß Idee. Oh, oh, oh. Naja, aber läuft, ne? Eine Minute... Nee, läuft gar nicht. Eine Minute pro Runde am Arsch. Normalerweise müsste ich jetzt so rund um den Dreh 1 Minute 6 fahren. Und das habe ich glorreich verkackt. Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Was soll ich das denn machen? Oh Mann, ey, ich mach hier gerade wieder nur Scheiße. Das war's, was wir brauchen. Also das sieht mit der Zeit gerade schon mal gar nicht so rosig aus, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne? Etwas Wichtiges ist heruntergefallen. Aber jetzt noch in 20, das geht ja gar nicht. Ich fand jetzt über diesen Anker mal. Aber ansonsten, wie willst du das denn machen in der Zeit? Ich wette, dieser Propeller könnte uns aufbringen. Hey. Vor allem in 20 Sekunden. Wie willst du das machen? Ich kann ja mal so fahren, wie ich bei der Ringherausforderung gefahren bin. Nee. Das war eine scheiße Idee, da auch lang zu fahren. Ich fahre mal so wie bei der Ringherausforderung bis auf die letzte Runde, weil die dauert deutlich länger. So, hier habe ich ja ein bisschen mehr Möglichkeiten zu manövrieren. Also... Und ich sollte die Nitros öfter benutzen, das natürlich auch, ne? Das wäre natürlich auch mal eine Idee. So. Komm schon. Aber ich weiß nicht, warum das so boxschwierig ist hier, ne? So, jetzt gucken.
Das war eine scheiß Idee, aber was soll's. Das hat es zumindest so ein bisschen ausgebremst. Ja, ich weiß, wer bremst, verliert, aber... Es ging ja nicht anders. Und für die erste Runde haben wir genauso lange gebraucht. Bist du sicher, dass du weißt, wie man fährt? Das verstehe ich nicht. So, in der zweiten Runde sind wir jetzt da durchgefahren. Darüber. Obwohl, wir fahren das einfach mal nochmal. Obwohl, jetzt bin ich raus. Jetzt weiß ich es gerade nicht. Da, dieser Hüpfer. Der hat mich schon letzte Folge so abgefuckt, ne? Weil das so völlig unnötig ist. Das macht nämlich keinen Sinn. Nee, das wird nichts. Der Anker ist eine scheiß Idee, da fahre ich nicht drüber. So, wir fahren mal über die Abkürzung hier. Keine Ahnung, ob das auch was bringt. Sekunden noch. Nee, das kannst du doch vollkommen knicken. Wie musst du denn fahren, dass das hinhaut? Das war jetzt frech. Nee. Ey, ganz ehrlich. Ich raff das nicht, ne? Moment mal eben. Ganz ehrlich, ich werde jetzt etwas sehr Noobiges tun. Und ich werde mir jetzt ein Guide dazu anschauen. Ey Leute, das kann's doch nicht sein. Moment. Was ist denn das? Okay, warte mal. Ich habe es vergessen. Ja. Jetzt lad doch endlich, du Stück Scheiße hier. Mein Gott, was ist denn das Internet wieder so kacke? Oh. Wenn jemand herausfindet, was dieser Bildschirm bedeutet, bitte erklär es mir. Ja. Ist doch richtig pervers hier. So, ich guck mir das nämlich gerade an, das Video hier. Ich glaube, ich mache mal kurz einen Cut hier. Moment. Komisch, es ist zu leise. Wie vor der großen Kumpelhungersnot von 58. Thank you.
Es ist echt toll, dass SpongeBob das Zeug aufgeschrieben hat. Kannst du mich jetzt hören? Okay. Moment, das machen wir nochmal. So, also ich habe mir jetzt gerade ein Video angesehen, zumindest die erste Runde. Und der Dude ist ständig auf dem Gas. Er ist doch Ultimate Gaming Dude. Okay, der Dude. Aber der ist ganz interessant gefahren. Also was heißt interessant, ne? Aber so gefahren, Moment, dass er hier links die Abkürzung genommen hat. Der ist aber auch legit nicht einmal vom Gas gegangen, so wie das aussah, ne? So, dann ist er hier nämlich hochgefahren. Ist dann hier. So, und dann ist er nämlich hier rechts runter. Und das macht er bestimmt in der zweiten Runde genauso, weil warum sollte er dann eine Strecke nehmen, die etwas länger ist? Oh Leute, Leute, meine Fresse. So, das mache ich jetzt genauso. Wie kommt es, dass wir seitwärts fahren? Weil wegen ist so. So, das machen wir jetzt genauso. Also von hier lang. Dann wieder da rauf. Dann wieder hier lang. Scheiße. Dann hier unten lang. Gehen jetzt, fahren jetzt nirgendwo hier gegen. Und fahren in der dritten Runde auch nochmal so. Würde ich nämlich mal behaupten. So, es wäre natürlich nur ganz gut, wenn ich nirgendwo anditsche oder keinen Schaden bekomme. Aber der Zug dürfte schon abgefahren sein. Wenn dann. Wenn das die Voraussetzung ist, ne? Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Obwohl, Moment. Ah, nee, das kommt hin. Oh, das kommt hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gute Arbeit, Jungs. Nun kann ich euch eine Belohnung geben. Ja, nachdem wir uns da durchgequält haben. In dieser Herausforderung könnt ihr versuchen, eure eigene Zeit zu schlagen. Ja, nee, danke. Zu guter Letzt, die ultimative Herausforderung. Los geht's. Nö, nicht los geht's. Abmarsch. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich meine Nase nicht in die andere. 0 von 0, was haben wir? 3 von 3. Über jemanden erzählen kann. Ja, dann ist diese Zeitherausforderung erst dran. Im Felsenrutschen. Scheiße, habe ich die Zeit wieder gedingst. Nein, habe ich nicht. Sehr gut.
Egal. Ihr habt nur begrenzt Zeit, um an das Ende der Rutsche zu gelangen. Wenn ihr es in weniger Zeit schafft als vorgegeben, dann werde ich euch belohnen. Okay, aber wenigstens ist jetzt hier Rutsche angesagt und das ist dann zumindest einfacher zu handeln schon mal. Das Blöde ist hier, gibt es so unfassbar fucking viele Möglichkeiten, die Strecke abzufahren. Also wenn es an mir geht, lol. Arschen. Verarschen. Also ich wollte eigentlich sagen, wenn es an mir geht, würde ich jetzt überall einfach runterspringen. Wenn es darum geht, natürlich nach unten zu kommen. Aber was ich jetzt gerade schon wieder gesehen habe, ist, dass das Spiel wohl da wieder seinen eigenen Kopf hat. Nun komm ich! Und möchte, dass wir das ganz regulär und nett langfahren. Bin ich ein bisschen frech, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es muss etwas sein, was er gegessen hat. Nun, das war anders. Tiefer, dunkler. Also, naja. Als Mindy tief sagte, hat sie nicht gescherzt. Was wollt ihr sagen? Nochmal! Also wenn es darum geht, bei der ersten Zeitherausforderung nach dadurch Ziel zu kommen, das ist ja meistens ziemlich easy. Und die Zeitherausforderungen bei solchen Slide-Geschichten sind eigentlich auch einigermaßen einfach. Nur jetzt hier diese Macho-Zeitherausforderung zu machen, das stelle ich mir auf diesem Level echt schwer vor. Das war frech. Jetzt muss ich daran denken, dass ich hier in diesem Video diesen Schnitt mache, wo ich gucke, dass ich, weil ich mir dieses Video vorhin angesehen habe bei der, bei dem anderen Level, dass ich das rausschneide. Wie gefall ich dir jetzt? Ey, hier bin ich ja noch nie lang gefahren, oder? Oh, wie gefall ich dir jetzt? Sayonara! Wir fahren mal nach unten. Ich habe keine Ahnung, welcher der Weg am besten ist, wirklich. Schau nach unten! Das Innere von diesen Fischen ist immer wieder faszinierend. So. Bin ich auch noch nicht lang gefahren, wie es aussieht. Und so erledigen wir Dinge in Bikini Bottom. Sieht wie Feuerwerk aus. Patrick glücklich. Tja. Ich bin nicht glücklich, vor allem wir haben nur noch 1 Minute 30. Stelle ich mir echt heavy vor hier. Nimm das, du großes Monster-Ding! Nicht mal mehr 1 Minute. So viel Auswahl, so wenig Zeit. Ja, wem sagst du das? Genau das ist das Problem hier. Lisa.
30 Sekunden. Ups. Ich kann von hier aus meinen Felsen sehen. Oh, warte. Es ist oh, das haut ja gerade so hin. Nee, haut's nicht. Nein. Schade. Ihr habt nur begrenzt Zeit. Ja, ist gut. Okay, was anderes. So, das Problem ist, wie. Woher willst du wissen in diesem Level? Woher willst du das wissen, welcher Weg am besten ist? Weil irgendwo großartig runterspringen geht ja nicht. Nun komm ich! Weil da wirst du ja nämlich sofort wieder von der Hand abgeholt. Weil sonst würde ich das natürlich immer so machen. Oh Gott. Sonst würde ich das natürlich immer so machen, dass ich irgendwo runterspringe. Und das Spiel lässt einen nicht. Das Einzige, was du so machen kannst, mehr oder weniger so ein bisschen zu cutten. Also du kannst versuchen, mehr oder weniger zu cutten, indem du einfach so zum Beispiel Kurven da oben rumspringst oder so. Hey, das hat zum Beispiel wesentlich kürzer gedauert. Achso, und ich bin einmal runtergefallen, ne? Ah, okay. Gut, also darfst du nicht runterfallen. Bis dann. Dann hätte ich aber trotzdem keine Ahnung, ne? Wie sollte man denn jetzt hier diese Macho-Zeit schaffen? Wie gefall ich dir jetzt? Glück gehabt. Tja, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich lang soll. Komm, ich fahre lieber nach unten. Obwohl, ich weiß nicht, ob das besser ist. Egal, solange ich jetzt nicht irgendwo runterfalle. Ich meine, ich habe es ja vorhin knapp geschafft. Wie hat sich das für dich angefühlt? Komm, fang dir eine! Bleiben die nicht immer auf die gleiche Art und Weise stehen? Ich merke mir das nie. Nun, das war's. Nimm das, du großes Monster-Ding! So. So viel Auswahl, so wenig Zeit. Fahre ich mal hier lang, dann da lang. Nochmal, nochmal! Oh oh. Oh nein, ich bin so ein Honk. Ah, wo bin ich jetzt wieder? Oh nee, ey, scheiße, das kannst du jetzt wieder vergessen.
Oh, ich bin so ein Trottel. Es hätte eigentlich vollkommen ausgereicht, wenn ich einfach nirgendwo runterfalle und so fahre wie gerade. Oh, Mist. Da war ich etwas zu gierig. Ja. Da war ich zu gierig. Scheiße. Patrick glücklich. Ja. Halt die Fresse. Wozu eigentlich noch diesen Timer stellen? Also, so wie letzte Folge hänge ich jetzt, weil ich mach ja nicht mitten in der Folge Schluss, also mitten bei der Herausforderung, weil ich das irgendwie doof finde. Aber wozu stelle ich mir diesen Timer noch, wenn ich immer an diesen komischen Herausforderungen rumhänge? Ich bin ja gespannt, was nächste Folge ist. Also halt immer diese blöden Zeitherausforderungen. Als Mindy Tief sagte, hat sie nicht geschafft. Ich kann von hier aus meinen Felsen sehen. Oh, warte. Es ist nur ein Felsen. Langsam, so wie sie geht, Pat. Nochmal, nochmal! Das könnte schon frech gewesen. So, jetzt darf ich gleich wieder nicht so gierig sein. Es reicht ja vollkommen aus, einfach fehlerlos zu fahren hier. Ja. Und mir fällt auf, ich habe irgendwie verdammt wenig geredet. Kann aber auch daran liegen, dass ich mich halt so ein bisschen konzentriere. Und weil ich immer noch so ein bisschen angefressen bin. Weil das ist doch scheiße, dass man die Folgen. Naja, dass man dann immer so lange, dass man immer pro Folge immer so lange an einer Kacke irgendwo hängen bleibt. Finde ich total nervig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass für euch das besonders gut ist oder dass euch das besonders gut gefällt. Weil das ist natürlich auch extrem langweilig, ne? Also glaube ich zumindest, ich weiß es ja nicht. Gibt ja vielleicht auch einige, die lassen jetzt das Let's Play zum Beispiel irgendwie so als Hintergrundrauschen laufen, wie man das so kennt. Und die geben da das die ja jetzt in dem Moment einen Scheiß darauf geben. Weil die irgendwas anderes machen. Nimm das, du großes Monster-Ding! So, ich kann schon die Ziellinie sehen. So, wir fahren nach unten. Ich habe Schwierigkeiten, auf Wiedersehen zu sagen. Machen nicht diesen scheiß Move und fahren hier extra noch oder springen darüber. So. Dann sind wir hier schon wieder direkt raus. Gehen runter. Ja, easy. Jetzt haben wir so noch eine Minute Zeit. Das wird wehtun. So, 5 Minuten 30 war die Zeit. Jetzt frage ich mich gerade, was die Macho-Zeit ist. Wie gefall ich dir jetzt? So, weil wir hatten jetzt ungefähr, ja, eine Minute so ziemlich ist vor der Her geschafft. Das war schnell. Hier ist eure Belohnung. Thank you.
Es gibt noch schwierigere Herausforderungen auf dieser Rutsche. Ja, das befürchte ich auch. Die schauen wir uns allerdings wieder in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Bleibt mir gewogen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.